Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Monkey Island 4. Flucht von Monkey Island. Wo wir uns jetzt mal am Hafen hier so ein bisschen umgucken. Folgepfad, nee. Verwende aufgepumpten Fahrradschlauch. Mit Wechselgeldschacht? Verwende aufgepumpten Fahrradschlauch mit Rettungsringe. Nee. Hm? Was soll ich denn mit dem Schlauch? Nehmen. Tja, so ein Pech. Ich habe kein Geld. Das kann ich nicht verwenden. Nee, soll sie dir anschauen? Leer. Ach, schade. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich brauche ein Schiff. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Sind Sie der Hafenmeister? Nein, ich bin die Hafenmeisterin. Mein offizieller Titel lautet Leitende Schiffsregulatorin der Hafenmeisterei von Mealy Island. Ein Tochterunternehmen der inselübergreifenden Transport- und Verkehrsunion. Was bedeutet? Was bedeutet, dass ich für den gesamten Bootsverleih auf Mealy Island verantwortlich bin. Mhm. Baby, meinetwegen kannst du die ganze restliche Woche auf meine Schiffe aufpassen. Was? War das eben ein Versuch, einen Regierungsbeauftragten zu beleidigen? Nein. So, Sie sind also für diese Schiffe verantwortlich. Sie müssen eine echte Schifffahrtsexpertin sein, wenn Sie einen so wichtigen Job bekommen. Nein, ich habe keine Ahnung von Schiffen. Und ich hasse Seereisen. Ich sitze hier nur meine Zeit ab, bis ein Chefposten frei wird. Aha. Sie sind ziemlich eingebildet für einen aufgedonnerten Nachtwächter, finden Sie nicht? Es ist doch nur der blanke Neid auf meinen Regierungsjob. Und der Job wäre noch besser, wenn ich mich nicht ständig mit Vollidioten herumärgern müsste. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Aber Stan meinte, ich könnte... Ihre Beziehungen helfen Ihnen auch nichts. Ich bin mit der Gouverneurin verheiratet. Ich hörte, dass sie tot ist. Nun, sie hat durchaus ihre ruhigen Seiten, aber sie lebt. Und ist wieder auf Mealy. Und sie möchte regieren. Sie war also die ganze Zeit auf Reisen, was? Ist ja toll. Na, lange wird sie nicht mehr regieren. Ich stimme jedenfalls für Charles. Er hat mir eine Beförderung versprochen. Kommen Sie schon, geben Sie mir ein Schiff. Die Vorschriften verbieten der Regulatorin, das bin übrigens ich, die Vermietung von Schiffen an Personen ohne entsprechende Berechtigung. Also in unserem Falle an Sie. Mhm. Was könnte Sie dazu bringen, Ihren Standpunkt zu überdenken? Ich hoffe wirklich, das wird kein Versuch, einen Bediensteten der Regierung von Mealy Island zu bestechen. Was aus Ihnen wird, ist mir völlig wurscht. Ich habe nur keine Lust auf diesen lästigen Papierkram. Aha. Wie funktioniert das gleich nochmal? Okay, damit eines klar ist, ich muss das nicht tun. Als Staatsdienerin und leitende Schiffsregulatorin der Hafenmeisterei bin ich hier für die Sicherheit verantwortlich, nicht für den Wissensdurst meiner Kunden. Aber wenn Sie dann endlich verschwinden, sperren Sie die Ohren auf. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann und werde kein Schiff an eine Person, eine Gruppe oder eine Behörde vermieten, die keine entsprechende Berechtigung vorweisen kann oder in irgendeiner anderen Weise wichtig ist. Gibt es denn überhaupt kein Hintertürchen? Nein, so einfach ist das. Beweisen Sie mir, dass Sie berechtigt sind, ein Schiff zu requirieren und schon sind wir im Geschäft. Wie mache ich das? Ach, bitte nur dieses eine Mal. Tun Sie es für mich. Weder für Sie noch für einen anderen. Regeln sind dazu da, um befolgt zu werden. Beweisen Sie mir, dass Sie berechtigt sind, ein Schiff zu requirieren. Und schon sind wir im Geschäft. Vergessen Sie es. Schneller, als Sie denken. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben.
So, guck mal hier irgendwie hin. Ne, da ist Zaun. Und hier. Ne, da geht's nicht lang. Sieht nur so aus. So, na, dann gehen wir nochmal zurück in die Stadt, weil ich weiß, dass wir in die Scum-Bar müssen. So, waren die noch mal? Das ist das Haus der Voodoo-Meisterin. Ja, hier gibt's aber nichts. Ah, hier. Die Scum-Bar. Hier lungert das übelste Gesinde der Welt herum und knallt sich die Birne voll. Ah, ja. Ahoi, Kameraden. Verpiss dich, Trockenrasierer. Ja, siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Ihr steht in einer Kneipe und spielt Darts. Was nennt ihr beschäftigt? Hör zu, Schlaumeier. Es geht hier um die nationale Dartmeisterschaft von Mealy Island. Ja, und wenn du nicht gut genug bist, um mitzumachen... Was du zweifellos nicht bist... ...solltest du ganz, ganz schnell verschwinden, alte Nervensäge. Ich bin ein echter Dart-Freak. Echt? Damals in der Grundschule nannten mich alle den Dartmeister. Es klang auf jeden Fall so ähnlich. Also, kann ich jetzt mitspielen? Nein! Nein! Warum sind um die Dartscheibe herum so viele Löcher in der Wand? Die sind, von anderen Spielern. Genau. Wir werfen nie daneben. Raus hier. Nein, wirklich. Sag eine Zahl, er trifft sie. Wirf eine dreifache 8. Oh, du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Wow, ziemlich gut. Hättet ihr Lust, auf meiner Schaluppe anzuheuern? Liebend gern. Aber wenn ich die Meisterschaft von Millie gewonnen habe, muss ich mir zuerst noch den Titel der Drei-Insel-Darts-Trophy holen. Dann kannst du ja getrost anheuern, weil nämlich ich die Millie-Meisterschaft gewinnen werde. Ha, das glaubst du, Kumpel. Ich weiß es, Spatzenhirn. Ja. Wer gewinnt? Im Moment steht es unentschieden. Ja, ich werde dann mal gehen. Bist du immer noch da? Eine Dartscheibe. Ich persönlich kann mir nichts Furchterregenderes vorstellen als eine Horde betrunkener Piraten, die mit spitzen Pfeilen um sich werfen. Ich grüße den Meister des Grogs. Was kann ich für Sie tun, Mr. Marley? Threepwood. Ach ja? Entschuldigung, Mr. Threepwood. Hier ist es stiller als in einer Gruft. Ist das keine schreiende Ungerechtigkeit? Das geht nun schon so, seit dieser Australier in der Stadt ist. Ein Australier? Ei,
Ein skurriler australischer Immobilienhai, der mit drastischen Methoden ganz Mealy Island aufkauft. Die Hälfte meiner Stammkunden hat dieser nichtsnutzige Schuft schon von der Insel vertrieben. Wow. Wissen Sie noch mehr über diesen Australier? Hm. Nicht wirklich. Ich würde ihm aber gern mal meine Meinung sagen. Hätten Sie Lust, mich und meine Crew furchtloser Piraten auf eine gefährliche Reise zu begleiten? Oh, klingt nach jeder Menge Spaß. Toll. Aber ich muss zuerst mit meinem Boss sprechen. Hey, Boss! Was? Kann ich ein paar Tage Urlaub haben? Ich würde Mr. Shreepwood gerne auf eine gefährliche Reise begleiten. Hast du deinen grogvernebelten Verstand verloren? Nein! Ich fürchte, ich kann nicht. Verdammt. Ja. Haben Sie was zum Knabbern? Wie wär's mit Brezeln? Na gut, das klingt harmlos genug. Jo, die berühmten Kudu-Brezeln der Scamba. Gibt's nichts anderes? Hm, nicht wirklich. Okay, ich nehme welche. Oh, tut mir leid, das geht nicht. Was? Warum haben Sie... Der Betrunkene an dem Tisch dort. Er hat den letzten Korb. Ich nehme sie auch ohne Korb. Tut mir leid, Scamba-Firmenpolitik. Ein Grog, Barmann. Liebend gern, aber nur gegen einen Ausweis. Hm. Ausweis? Ich werde Ihnen meinen verdammten Ausweis nicht zeigen. Dann wird auch nichts aus dem Grog. Hey, ich brauche wirklich einen Grog. Und ich einen Ausweis. Seit wann braucht man in Grogbars einen Ausweis? Seit skrupellose australische Geschäftemacher versuchen, uns die Grog-Lizenz zu entziehen. Ja. Ich stecke in Schwierigkeiten. Wieder wehren? Die Regierung versucht, mein Haus zu zerstören. Tja, das ist eine Schande, Mr. Shreepwood. Ja, wenn jemand mein Haus abreißt, dann bin ich das. Ja. Ich habe noch keine Crew, um nach Lucre Island zu segeln. Hm. Mit etwas Glück lungern vor der Bar einige Piraten herum, die liebend gern bei Ihnen anheuern würden. Ich brauche ein Schiff, das mich nach Lucre Island bringt. Dann würde ich mich an die kommunale Hafenmeisterei von Mealy Island wenden. Arbeitet Stan immer noch dort? Oh, nein, nein. Heute schmeißt die Hafenmeisterin den Laden. Hafenmeisterin? Ei, die nimmt den Job sehr genau. Obwohl, sie hat auch ihre guten Seiten. Wenn ihre zarte Seite so aussieht wie das Bild hinter dir, möchte ich sie gar nicht sehen. Passt aber. Ich hasse es, wenn ich mich so jammern höre. Ich auch, Kumpel. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Da steht Happy Birthday. Hi, Vater Frodaft. Vermutlich mag er es nicht, wenn jemand seine Geburtstagsbrezeln mitgehen lässt. Oh. Hi ho, alter Schwede. Schrumpfo. Was gibt's Neues? Balsack. Noch irgendwelche brandheißen Neuigkeiten? Hättest du Lust, mich als Mitglied meiner Crew auf eine gefährliche Abenteuerreise zu begleiten? Wir suchen auf den 7 Meeren nach versunkenen Schätzen. Ja. Das heißt wohl nein. Was trinkst du da? Na, was für einen Fusel trinken wir denn heute? Sag mal, könnte ich deine Brezeln haben? Du siehst sehr beschäftigt aus. Ich gehe dann mal. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Aus der Lolopologie. Genau. Na, was haben wir hier hinten? Was hinter dieser Tür ist, kann man noch nicht mal mit einer Rettungsweste retten. Oh. Wie geht denn das hier? Trachter ausgestopften Fisch. Dieser Fisch hat auch schon bessere Zeiten gesehen.
Was, Feuerholz? Wenn die sehen, wofür ihr Mast benutzt wurde, werden die nicht begeistert sein. Wie kann man denn die Tür aufmachen? Prima für Popcorn. Sieht aus wie ein Pirat, der was auf dem Kasten hat. Hi ho, alter Seeräuber. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wie heißen Sie? Käse. Ignatius Käse. Ah ja. Hätten Sie Lust, sich meiner mächtigen Piratencrew anzuschließen, Mr. Käse? Und was beim Klabautermann wäre meine Aufgabe in dieser mächtigen Piratencrew? Sie würden einer Horde blutrünstiger Piraten dabei helfen, ein kleines Fischerdorf zu plündern. Ach, das klingt nicht besonders männlich. Jede Piratenbraut kann heutzutage ein wehrloses Fischerdorf ausräuchern. Sind Sie sicher, dass Sie sich meiner Crew nicht anschließen möchten? Ah, ich weiß nicht. Was hätte ich denn an Bord zu tun? Sie würden gemeinsam mit einer Horde blutrünstiger Halsabschneider nach versunkenen Schätzen suchen. Versunkene Schätze sind etwas für Diebe und Kümmerlinge, Kleiner. Echte Piraten behalten ihre Schätze. Mhm. Sind Sie sicher, dass Sie sich meiner Crew nicht anschließen möchten? Ah, ich weiß nicht. Was hätte ich denn an Bord zu tun? Sie würden mit einer Horde von Kretans nach Luker Island segeln, um sich dort mit den Anwälten meiner Frau zu treffen. Na, das hört sich nach einer angemessenen Aufgabe für einen mächtigen Navigator wie mich an. Wirklich? Ei, ei. Gewässer am Lucre Island sind sehr tückisch. Nur ein erfahrener Seemann kann sie durchfahren. Die Herausforderung würde mich wirklich reizen. Aber... Aber was? Ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich meine Bar nicht so lange allein lassen kann. Man würde sie mir unter dem Hintern wegstehlen. Sie sind der Eigentümer der Scamba? Ei, ei, das bin ich. Mhm. Wieso befürchten Sie, dass die Scamba gestohlen werden könnte? Nun... Es ist so. Ich muss eine feindliche Übernahme meines Ladens durch einen australischen Immobilienhai abwehren. Bitte? Sind Sie taub? Ein schmieriger Australier möchte sich meine Bar unter den Nagel reißen. Mit Pistolen, Schwertern und Kanonen? Schlimmer. Mit Beleidigungen, Sticheleien und Spott. Ich musste mein ganzes Können im Beleidigungsarmdrücken ausspielen, um den Kerl auszubremsen. Mann, wenn nicht gerade meine Frau für tot erklärt worden wäre, würde ich sagen, dass das die abgefahrenste Geschichte ist, die ich in dieser Woche gehört habe. Ah. Beleidigungsarmdrücken? Ei, ei, als sie weg waren... setzte sich das Beleidigungsfechten-Paradigma auch bei anderen Freizeitaktivitäten der Piraten durch. Paradigma? Tja, heutzutage können sie nicht mal eine Partie Schach spielen, ohne ein knackiges Bonmot vom Stapel zu lassen. Ich glaube, ich habe in einer Essensschlacht mal so ein Bonmot geworfen. Eine besondere Spezialität ist das Beleidigungsarmdrücken. Damit konnte ich bisher jeden Versuch einer feindlichen Übernahme abwehren. Könnten Sie mir dieses Beleidigungsarmdrücken nochmal erklären? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Es ist nichts anderes als Beleidigungsfechten. Nur eben im Armdrücken. Ah. Verstehe. Moment mal, Ihr Name ist wirklich Käse? Ei, ei. Käse? Ei, ei. Hm. Tut mir leid, aber Ihr Name ist einfach zu absurd. Wenn Sie das sagen, Mr. Threepwood... Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Name Threepwood eine lange und noble Geschichte hat. So wie mein Name. Ich würde zu gern mehr über die lange und edle Geschichte der Käsefamilie erfahren. Ei, ei, spitzen Sie mal die Ohren. Wenn man über meine Familie spricht... muss man natürlich bei meinem Urgroßvater beginnen, der einen mobilen Reparaturdienst für Kutschräder gründete. Wie hieß Ihr Urgroßvater? Haben Sie etwa noch nie etwas von Adeakemus Käse gehört? In meinem Beruf fährt man selten mit Kutschen. Tut mir leid. War nett, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss mich jetzt um einen Affen kümmern.
So, jetzt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir hinten in diese Tür kommen. Ja, öffne Küchentür. Warum geht denn das nicht? Oder muss ich das irgendwie benutzen, wenn ich davor stehe? Ich sehe hier nichts, das ertränkt wird. Außer vielleicht ein paar Sorgen. Okay. So. Ahoi, Matrosen. Verzeihung. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Trifft das Auge des Schädels über der Tür. Sieh zu, wie der Meister arbeitet. Hey, du bist echt gut. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. So, wir nehmen es mal. Großartig. Den Mast am rechten Bildschirmrand. Wie wär's mit dem Mast am rechten Bildschirmrand? Oh, du hältst dich wohl für besonders schlau, was? Gut getroffen. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Den Ballon? Ich wette, dass du den Ballon dort drüben nicht triffst. Sieh zu, wie der Meister arbeitet. Ups. Hey, du bist echt gut. Warum spielt ihr nicht Beleidigungsdart? Im offiziellen Regelwerk der Drei-Insel-Dart-Amateurliga steht eindeutig, dass alle Wettkämpfe durch geschicktes Werfen entschieden werden müssen. Alle anderen Methoden wie Bestechung, Beleidigung, Drohung und so weiter führen zur Disqualifikation. Wetten, dass er nicht nochmal mit dem ersten Wurf trifft? Sag mir eine Zahl und ich treffe sie. Jede Wette, dass du den Kerl da vorne nicht triffst. Kein Problem. Was? Hey! Ich bin beeindruckt. Ja, ich werde dann mal gehen. Bist du immer noch da? So, jetzt ist der hier umgekippt, jetzt können wir ihm seine Brezeln klauen. Sie nicht mehr. Ist Schale? Nee. Konnte man die nicht nur mitnehmen? Gerne einen Schluck Grog zum Nachspülen. So, wie war das jetzt? Ich glaube, wir müssen irgendwas am Hafen machen. Nee, stimmt. Muss der den Kanonier erstmal beschäftigen.
mal sehen. 15, 4,2, 12. So, wie war das jetzt? Das Inventar war einfügen? Genau. Mit seltsamem Kaktus, genau. Kein schlechtes Beispiel moderner Kunst, soweit ich das beurteilen kann. Genau. So. Da wir jetzt was zu essen haben, nämlich die Brezeln, können wir ihm die geben. Hey! Verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Kapisch. Nein. Gut. Und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Einfügen. Warte. Die Brezeln. 49, 7,9, 2. Hey da. Hier, wie wär's mit einigen Kudu-Brezeln? Für mich? Danke, ich liebe diese Dinger. Gern geschehen. Sie könnten sich erkenntlich zeigen, indem Sie mein Haus zufrieden lassen. Könnte ich, will ich aber nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich esse? Ja gut. Nee, warte mal. Das war lecker. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Nichts, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Du hast meinen Katapult ruiniert. Hey, Mann, was soll der Mist? Willst du mich umbringen? Tja, ich fürchte, jetzt darf ich das verdammte Ding noch einmal auf den Kaktus ausrichten. Aus dem Weg! Ich hoffe, das funktioniert. So, jetzt ist es wieder auf den Kaktus ausgerichtet. Versuchen wir's. Feuer! Was zum... Ah! Glaube ich einfach nicht. Hast du eine Vorstellung, was so ein Teil kostet? Die Dinger wachsen nicht auf Bäumen, du Vollidiot. Weißt du was? Ich bin immer noch tot. Keine Sorge, ich liebe dich auch als Leiche. Wir waren so lange weg, dass niemand mehr mit meiner Rückkehr gerechnet hat. Und deshalb haben mich diese Schwachköpfe im Rathaus für tot erklärt. Und was ist mit mir? Haben sie von mir nicht gesprochen? Nein. Anschließend haben sie beschlossen, meinen Besitz zu verkaufen und mein Haus zu zerstören. Das ist ja schrecklich. Haben sie meinen Kram auch verhökert? Und jetzt kommt das Schlimmste. Diese Hornochsen haben beschlossen, einen neuen Gouverneur zu wählen. Wenn ich mich beeile. Bis jetzt gibt es nur einen Kandidaten, getreu nach dem Sprichwort. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, gibt es nur eine... Wahl. Wer sind Sie? Mein Name, werter Mr. Threepwood, ist Charles L. Charles. Aber Sie dürfen mich auch zukünftiger Gouverneur von Monkey Island nennen. Vergessen Sie's, ich bin hier die Gouverneurin. Und zwar auf Lebenszeit. Tja, zu dumm. Wurden Sie nicht für tot erklärt? Scheint so. Wie konnte das geschehen? Ja, wer weiß. Wenn Sie Ihrem Amt vielleicht etwas mehr Zeit gewidmet hätten, anstatt mit diesem Halbaffen durch das Dreiinselreich zu tuckern, wären die braven Bürger von Mealy Island sicher nicht zu der Überzeugung gekommen, dass Sie die Geranien von unten ansehen. Moment mal, bin ich etwa der Halbaffe? Okay, wir haben verstanden, Sie wollen Gouverneur werden. Aber wieso reißen Sie mein Haus ab? Ach, das... Nach Ihrem Tod ging das Anwesen in den Besitz der Regierung über. Und um mir, dem zukünftigen Gouverneur von Mealy Island, eine Gefälligkeit zu erweisen, haben die Stadträte einer Abbruchfirma... Das bin ich! ...mit dem Abriss dieses anachronistischen, spießbürgerlichen Symbols elitären Seeräubertums beauftragt. Aber wieso? Weil die Zeiten, in denen Piratenbräute in abgeschotteten Festungen herrschen, endgültig vorbei sind, meine Liebe. Sind sie das? Ja, das sind sie, Freundchen.
Wenn Millie Island auch in Zukunft blühen soll, muss es von einem Mann des Volkes regiert werden. Einem Mann, der keine Berührungsängste kennt. Einem Mann, der sich nicht in einer Festung versteckt, die von blutrünstigen Piranha-Pudeln bewacht wird. Einem Mann wie Ihnen? Exakt. Was er sagt, macht Sinn, Elaine. Ich mochte diese Pudel noch nie. Guybrush? Ich muss los. Hände schütteln und Babys küssen. Meine Empfehlung. Irgendwas ist an diesem Kerl faul. Echt? Ich finde, der Kerl riecht wie 1000 verweste Piraten. Ich habe einen neuen Plan. Mit einem Hauch-Oregano. Guybrush? Ja, Liebes? Ich werde gegen Charles in den Wahlkampf ziehen. Juhu, kann ich dir irgendwie helfen? Segle nach Luke Ryland und sprich mit den Anwälten unserer Familie. Aber warum? Ich habe das Katapult doch zerstört. Ja, mein Zuckerhase, das weiß ich. Aber solange es einen gültigen Abrissbefehl gibt, könnte jeden Moment ein neues Katapult auftauchen. Wir brauchen einen Unterlassungsbefehl, den nur unsere Anwälte verfassen können. Aber du brauchst doch jemanden, der dir Slogans schreibt und die Wähler für dich analysiert. Guybrush, Liebling, ich bin Politikerin. Lass mich meine Arbeit machen und du tust, was du am besten kannst. Unfug. Was ist das? Mit einem offensichtlich sinnlosen Auftrag um das ganze Dreiinselreich segeln. Was? Oh, entschuldige, habe ich das eben laut gesagt? Oh, oh. Eigentlich wollte ich sagen, mit einem gefährlichen Auftrag heldenhaft über die tosende See segeln. Okay, das gefällt mir schon besser. Gut, ich muss mich jetzt um meinen Wahlkampf kümmern. Bleib nicht zu lange auf Luke Ryland, Fröschlein. Aha. So, was wir jetzt hier für einen Unfug anstellen können, das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.